Für muslimische Schülerinnen und Schüler in NRW wird es bald islamischen Religionsunterricht geben. Schulministerin Silvia Nörmann, ja, wir freuen uns, aber was bedeutet das für Nordrhein-Westfalen? Ja, das ist ein Durchbruch, weil wir damit als erstes Bundesland islamischen Religionsunterricht als richtiges Unterrichtsfach wie evangelische und katholischen Religionsunterricht haben werden. Und das ist möglich geworden dadurch, dass ich mich mit den Verbänden geeinigt habe, dass wir es gesetzlich absichern und dass wir einen Beirat gründen, in dem die Verbände auch mitwirken können an der Lehrplanerstellung, an den Rahmenbedingungen, die für die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer notwendig sind. Ja, Gleichstellung der Religion stand in unserem Wahlprogramm, steht seit langem in unserem Wahlprogramm. Richtig. Ali Basch, Sprecher, einer der Sprecher vom Arbeitskreis Grüne Muslime und Musliminnen. Wie bewertet ihr das Ergebnis? Also wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es ist ein Meilenstein in der Schul- und Integrationspolitik, muss man ganz klar sagen. Und wir haben viele Jahre ja darum gerungen, diesen Unterricht endlich einzuführen. Es ist ja viel experimentiert worden, auch mit Schulversuchen, Islamkunde und so weiter. Und wir sind eigentlich ganz glücklich darüber, dass es sowohl mit unserer Schulministerin, aber auch mit den vielen anderen Beteiligten in unserer Landtagsfraktion und auch fraktionsübergreifend, es ist ja angedacht, dass es ja einen Konsens ja geben soll im Landtag, dass es so gut geklappt hat. Also es wurde auch langsam Zeit. Wann geht's los, Silvia? Also wir müssen jetzt den Gesetzentwurf genau vorbereiten und abstimmen nach der Einigung, werden den dem Landtag zuleiten, damit es anknüpfend an die Integrationsoffensive, die fraktionsübergreifend ja 2001 das Ziel beschrieben hat, dass es aus der Mitte des Parlaments dann diesen Gesetzentwurf geben kann. Und wenn alles nach Plan geht, dann könnte zum Schuljahr 2012/2013 der islamische Religionsunterricht, wie von allen Parteien gewollt, Einzug halten in unseren Schulen. Ich glaube, das ist ein Stück Geschichte in der Integrationspolitik, die hier in Nordrhein-Westfalen jetzt geschrieben wird. Wir sind das erste Bundesland, wir freuen uns zusammen, wir freuen uns auch als Landespartei, dass wir hier mit der rot-grünen Regierung, hoffentlich im Konsens mit allen Fraktionen, hier sehr bald für über 300.000 muslimische Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen einen Religionsunterricht anbieten können und damit ein großes Stück weiterkommen in unseren Zielen bei der Integrationspolitik. Danke, Silvia, du hast einen großen Beitrag dazu geleistet. Ja, Ali, als Partei können wir nur sagen... Ja, Glück auf, ne?